Wunderschönen guten Abend, Steelers-Fans. Ich begrüße euch recht herzlich zum Saisoneröffnungsfest unseres Steelers hier in der Eishalle. Und wie bei jedem Saisoneröffnungsfest, in dem vor allem ist die Präsentation der Mannschaft natürlich ein Hauptbestandteil. Und deswegen wollen wir uns keine Zeit verlieren und wollen hier gleich mal loslegen. Beginnen wir mit den Verteidigern. Mit der Nummer 2, ein bekanntes Gesicht, auch letzte Saison schon hier mit dem Steelers-Trikot, Alexander Gänze. Der nächste Spieler ist ein alter Bekannter hier im Steelers-Areal. Er spielte letztes Jahr eine Saison bei den Eispiraten Krimitschau und ist heute wieder zurück. Da, wo er auch hingehört, die Nummer 4, Doug Andrews. Der nächste Spieler spielte bei den Piranhas in Rostock und kam im Laufe der vergangenen Saison zurück zu den Steelers. Einer aus der Jugendriege der Steelers, die Nummer 6, Ralf Herbst. So, der nächste Spieler ist einer, der auch der jungen Riege zuzuordnen ist. Es ist der Spieler mit Nummer 8, Pascal Schoof. Auch der nächste Spieler ist ein bekanntes Gesicht und einer aus der Jugendriege der Steelers, die Nummer 9, Marcel Neumann. Ein neues Gesicht hier im Steelers-Trikot von den Hannover Indians zu uns gekommen, die Nummer 11, Mike Schreiber. Von den Jungadlern Mannheim zu den Steelers gewechselt, die 88, Dennis Dörner. So, und nun kommen wir zu den Angreifern. Der nächste Spieler ist mit seinen 26 Jahren der dienstälteste Steelers-Spieler, die Nummer 5, René Schoofs. Und ein weiteres neues Gesicht im Steelers-Trikot von den Landshut Cannibals, die Nummer 7, Ty Morris. Und noch ein neues Gesicht im Steelers-Trikot von den Passau Blackhawks, die Nummer 12, Patrick Schmid. Der nächste Spieler, die Nummer 13, Leontin Krebs. Der nächste Spieler wechselt von den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser hier an die 1, die Nummer 17, Arthur Skrumming. Mit der Nummer 18, da gibt es nicht viel Worte zu verlieren, Brent Walton. Mit der Nummer 22, auch ein junger Spieler, der Steelers, die Fabian Kalowi. Fabi, auf geht's. Okay, auf meinem richtigen 22, kein Thema. Der nächste Neuzugang aus der DL von den DEG Metro Stars, die Nummer 25, BJ Fenton. Von unserem Nachbarn, den Heilbronner Falken, zu uns gewechselt, die 57, Achim Mosberger. Vom ESV Kaufbeuren zu uns gewechselt, die Nummer 60, Daniel Oppolzer. Ein weiteres neues Gesicht im Steelers-Trikot von den Freiburger Wölfen, die Nummer 71, Mark Heatley. Die Nummer 92, letzte Saison auch so im Steelers-Trikot, Chris Sanchak.
So, dann haben wir noch einen Rückkehrer zu den Steelers von den Freiburger Wölfen. Wieder an die Ends gewechselt, die 93, Barry Noe. So, jetzt haben wir noch unsere Keeper im Programm. Von den Lausitzer Füchsen zu uns gewechselt, die Nummer 34, Dustin Strahlmeier. Dann die Nummer 37, gibt nicht viele Worte zu verlieren zu ihm, Martin Marcinetz. Und ein weiteres neues Gesicht, unser dritter Goalie, die Nummer 80, gewechselt von TV Miesbach an zu den Steelers, Andreas Mechel. Herzlich willkommen. So, das ist der Steelers-Kader für die kommende Saison. Wir werden jetzt um 20 Uhr ein Spiel veranstalten, die Steelers gegen eine Fanclub-Auswahl. Spielbeginn wird 20 Uhr sein. Und ich hoffe, dass sich sehr viele Zuschauer hier einfinden in der Halle. Ich wünsche euch allen viel Spaß, einen schönen Abend. Macht was draus.